entire house. Nein, ich kann es nicht leiser schalten. Scheiße. Doch, da. Willkommen mit mir hier, der Chef. Uiuiuiuiui. Wie hast du die? Ach so. Wir spielen ja natürlich nicht allein. Was für ein Spiel spielen wir denn? Alter, bist du dick. Ja, das kann man von dir auch sagen mit deinem kompletten hier. Wie sehe ich denn aus? Du siehst einfach. Ich schick dir ein Foto, Das. Das geht gar nicht. Guck dir das an. Voll die dicke Nase. Ich sehe aus wie ein Schotte, ey. Halt echt so. Mhm. Okay, mal schauen. Okay, das Grundprinzip kennst du, mehr oder weniger. Ich habe nur, sag ich mal, gesehen, wie man ins Haus reinkommt, mehr nicht. Okay, ach so, ja, stimmt. So, Oh Gott, nein, da will ich gar nicht mal rumgehen. Egal. Das erste Mal, wo ich das Spiel gespielt habe, da hatte ich so random Glück. Ich habe gar nicht die Haustür gefunden. Dann bin ich einfach ums Haus gegangen und auf einmal war da eine Luke. Ja, die ist, müsste auf der linken Seite vom Haus sein. Ach so, ich laufe immer meist rum. Aber wo ist das denn jetzt? Jetzt random verwirrend. Ach, hier. Upp. Ich frage mich, warum die Haustüren zu sind, aber die Luke zum Fenster einfach, ich meine, zum Keller offen ist. 15. November 1859. Ich habe es versucht, sie zu retten, aber ich habe versagt. Ich gebe auf. Ich gelobe, Gretchen zurückzubringen, aber ich fürchte, das Mädchen ist für immer verloren. Ludere. Ach, Namen sind immer kompliziert. Stimmt, fucking Französisch, Mann. Ja, glaube ich auch. Was haben wir hier denn? Oh, Holz. Ja. Holz ist wichtig. Holz. Siehst du das? Oh, hier ist noch ein Set. Luthers Bestätigungs. Ja, geiles Deutsch erstmal. Wir bieten Dienstleistungen in ihrer Zeit oder Not an. Erholung! Bestand da. Beerdigungen. Einäscherung vereinbaren. Sie einen Termin. Wir bieten auch Privatdienstleistungen an. Rufen Sie jetzt an. Baby. Wir bieten Dienstleistungen an ihrer Zeit in der Not. Erholung. Bestatter. Beerdigung, Einäscherung. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin. Wir bieten auch Privatdienstleistungen an. Rufen Sie 152-110-33 an. Und danke. Das steht alles auf dem Zettel. Hast du eine Puppe in der Hand? Nein. Nein. Wie hast du eine Puppe in der Hand? Ja, ich weiß, weil ich die Puppe gerade hier genommen habe. Achso, da war eine Puppe? Ja, das Spiel ist so das Prinzip, dass du, die Puppen verbrennen musst. Damit gewinnst du. Ach, deswegen auch das überall das Holz, ne? Ja. Wahrscheinlich, sobald wir die erste Puppe verbrennen, passiert was? Nicht ganz. Das Spiel läuft eigentlich so auf, dass wir jetzt erstmal eine Treppe finden müssen, die allgemeine Treppe. Die Treppe, die habe ich auch irgendwo hier gesehen. Ach, kacke. Hier ist sie. Okay, sehr gut. Und irgendwo muss eine Hexe sein. Okay. Und wer ist der Rest hier erkunden? Ja, irgendwo muss aber eine Hexe sein. Geräusch. Irgendwie eine Tür. Aber die müsste über uns sein. Undefinierbar gerade. Hier ist noch eine Puppe. Oh, du musst die Puppe nehmen. Gut. Und wir müssen halt Schlüssel finden. Und die Hexe. Hier ist ein Buch. Ja. Ich kann nicht ohne weiteres erklären, was passiert ist. Ich habe meine Frau an den Tod und meine Adoptivtochter an den Bösen verloren. Meine Tochter ist von einer Dunkelheit besessen, die nicht kontrollierbar ist. Wenn sie noch hier ist, bist du in Gefahr. Mir fällt nur eine Lösung ein, die sie vielleicht für immer aufhält. Verbrenne die markierten Puppen. Vielleicht die Puppe kann ich hier irgendwie... Ja, in den Ofen, aber wir brauchen den Schlüssel. Leg mal deine Puppe hin. Ja, guck, die hier ist markiert. Die andere müssen wir nicht verbrennen, die du hast. Das ist eine normale. Ja, aber wir müssen vorsichtig sein. Irgendwo muss jetzt die Hexe hier sein. Oh, wo bin ich denn hier? Ja, es ist hier drüben ist noch ein Eintrag. Ja, wo denn? Hier. Ich habe mich in den verschiedenen Bereichen des Hauses eingeschlossen. Ich versucht, mir einen Weg zu überlegen, wie ich sie retten kann. Ich habe 5 Schlüssel. Jeder Schlüssel öffnet eine Tür. Verschiedene Bereiche des Hauses. Es gibt den großen Saal, den Schlafzimmer, den Keller, den Dachboden.
Ich habe in jedem Bereich einen einzigen Schlüssel hinterlassen, um einen anderen freizuschalten. Ist das auch? Ja. Das ist sie. Die greift dich jedenfalls nicht an, keine Angst. Sobald du sie nicht schubst, mit E, dann tut die nichts. Das wollte ich dir jedenfalls sagen. Hier ist noch eine Puppe. Ich finde die süßer. Ich kann die gar nicht mitnehmen. Nee, das ist ja auch... Hier ist ein Schlüssel. Sehr schön. Key, Saalschlüssel. Also, hier... Nein, hier auch. Die Tür hier braucht den Saalschlüssel. Komm mal her. Da. Ja. Oh ja, oh. Lol. Noch ein Key. Oh. Schlafzimmerschlüssel. Der Schlafzimmer ist oben. Sie können sich in Hand umdrehen gegen dich wenden. So hat sie meine Frau umgebracht. Gretchen, es ist immer ein funktioniert. Ich hab die gerade lachen hören. Achso. Sie könnte sich immer Hand umdrehen gegen dich wenden. So hat sie meine Frau umgebracht. Gretchen, es hat immer funktioniert, ihr die Puppen zu geben. Ich muss mir immer wieder sagen, dass du nicht mehr sie ist. Hier, nimm mir die Streichhölzer. Dass das nicht mehr sie ist, oh. Naja. Nimm mir die Streichhölzer mit. Ja, das ist sehr gut. So. Oh, mein Augenjüchschen. Dieser Name Gretchen, ey. Das sagt schon alles. Gretchen, Gretchen, Gretchen. Ist die Treppe nach oben? Wir haben Schlafzimmerschlüssel und Schlafzimmer müsste irgendwo hier sein. Die steht vor mir. Siehst du sie? Nee. Hier. Geh mal weg. Ich hab ihr eine Puppe gegeben. Hier, Schlafzimmerschlüssel. Schlafzimmerschlüssel? Noch ein Eintrag. Oh. Diesmal ist es etwas Schlimmes passiert. Unsere Tochter reagiert gewalttätig und erhob sich. Sie fing an, alles im Raum umzuwerfen. Sie hat eine unglaubliche Kraft und etwas Böses in ihren Augen. In dem Chaos hat sie einen Kunden getötet. Gretchen gab ihr die Puppe und dieses brachte sie zurück. Irgendwann in dieser Nacht verwandelte sie sich zurück in Gretchen. Wurde getötet, als sie versuchte, sie zu beruhigen. Die steht aber vor mir. Sag ich doch, die steht genau. Oh, ich wäre gar nicht aufgefallen. Fällt mir nicht, Alter. Ich bin hier. Du musst jetzt rennen, du musst jetzt rennen! Mama! Du musst jetzt rennen. Okay. Wenn sie lacht, ist alles cool. Nicht cool, nicht cool, nicht cool. Sie bewegt sich. Müssen wir da jetzt nicht eine Puppe geben? Ja. Ist das eine markierte? Nee. Erstmal Tür zu machen. Aber sowas von. Wir hatten endlich Erfolg, was im Nachschein betrachtet. Eigentlich ist es eine entsetzliche Feststellung wahr. Wir haben ein Ritual mit unserer Adoptivtochter, zwei Puppen und dem Toten entwickelt. Der Tote muss zu frisch sein, weniger als 3 Tage alt. Die Puppen, die Leiche und ein Gefäß mussten auf eine bestimmte Weise markiert werden. Das Gefäß oder der lebendige menschliche Körper musste rein. Hier ist noch ein Eintrag. Ja. Das Ritual hat die Geister des Toten und das Mädchen in 2 Puppen übertragen. Die Puppen mit dem Geist. Das Mädchen wurde entfernt. Die anderen Puppen wurden in der Nähe. Das Mädchen platziert und der Geist ging in ihren Körper über. Der Tote konnte dann durch das Mädchen sehen und sprechen. Es war sehr beruhigend für die Person, die gerade gestorben ist. Aber ihre Familie beruhigte sich schnell. Hä? Beruhigend für die Person? Gerade gestorben ist, aber ihre Familie beruhigte. Hä? Okay. Naja. Fortsetzen. Noch eine Puppe. Hier drüben ist noch eine Tür. Ja. Wo denn? Achso, der geht aus. Das ist nicht gut. Lass mich doch nicht hier alle wieder allein. Mach mich, wo sie ist. Ja, bitte, hau nicht einfach ohne mich ab, Mann. Okay, okay. Fällt mir gar nicht. Noch ist sie hier nicht. Noch ein Eintrag. Meine Frau und ich hatten das einzige Bestattungs... Des... E- ja, in-
kann es nicht aussprechen. Bestattungsinstitut in der Stadt. Wir hatten nie Angst vor den Toten. Wir waren sogar beide sehr interessiert daran. Der Umgang mit den Vorbereitungen der Leichen war Teil unseres täglichen Lebens. Die war genau hinter dir. Mama! Sie ist immer noch hinter mir. Du musst immer eine Puppe in der Hand haben, dann... Ist hier kein Durchgang mehr? Wieso hast du sie geschubst? Ich weiß es auch nicht. Schubst man sie aus Versehen? Nee. Wo ist denn dieser scheiß Ofen, womit wir das Zeugs verbrennen können? Unten im Keller, aber wir brauchen dafür den Schlüssel. Der ist wahrscheinlich auf dem Dachboden oder so, ne? Kann gut sein. Hier ist noch ein Schlafzimmer. Achso, das bist du. Okay. Hat sich erledigt. Ja, wo ist die? Dachbodenschlüssel. Ich warne dich nur, der Dachboden ist sehr groß. Hier ist noch ein Eintrag. Nachdem das Ritual abgeschlossen war, verbrannten wir die Leichen im Keller. Wir verbrannten sie im Heizkessel. Die sorgte dafür, in ihren Seelen in das nächste Reich zu übergehen. Was? Wieso lacht die? Weiß es auch nicht. Ich weiß gar nicht mal, wo sie ist. Unter uns irgendwo. Sie lacht uns aus, weil sie Puppen hat. Wieso haben wir Holz? Wo bist du gerade? Ich bin hier. Nee, ich bin gerade an der Treppe. Ich suche gerade noch was. Welche Treppe denn jetzt? Ja, die, wo wir hochgekommen sind. Du siehst mich da. Alter, das gefällt mir nicht. Das ist nicht so dein Spiel, ne? Nee, ich bin nicht so ein Horrorgame-Fan, aber... Ich liebe Horrorspiele und du hast für mich das gespielt. Du spielst das für mich. Ehre von dir. Lass mal lieber da hinten runtergehen, weil wir hier hochgekommen sind. Da hinten hochgekommen sind. Ja, genau. Ich weiß auch jetzt wieder, wo wir sind. Hier sind wir jetzt im Badezimmer. Hier waren wir doch. Hier waren wir schon. Nee. Doch. Ich schwöre, die kleinen markierten Puppen bewegten sich. Mama! Wo ist die Puppe? Ich will eine normale Puppe haben. Gib ihr eine Puppe. Die Tür ist abgeschlossen. Du hattest eine Puppe dabei, oder? Ja, ich glaube, ich habe ihr die gegeben. Bist du? Ich bin hier. Bei dieser Troller. Hi. Hi. Wo bist du jetzt hin? Ich Badezimmer wieder. Ach, wir waren doch hier. Kreis. Ja, hast recht. Wollen wir wieder hochgehen? Nee, lass mal unten gucken. Ja, ich komme. Ich bin jetzt unten bei der großen Treppe. Ja, ich komme davon. Vielleicht ist hier noch ein Schlüssel. Wieso kann man eigentlich das Ding, das Ding ausmachen? Hi. Ich hab keine Ahnung. Hier gibt's. Hier ist ein Saalschlüssel. Hast du den noch? Ja, klar. Hier ist noch ein Eintrag. Ich kann nicht ohne weiteres erklären, was passiert ist. Ich habe meine Frau an den Tod und meine Adoptivtochter Tochter an das Böse verloren. Meine Tochter ist von. Achso, ja. Den müssten wir auch schon. Ja, den haben wir auch schon. Aber hieß es nicht im Saal, im Schlafzimmer und wo noch? Oh Gott, wo denn? Mama! Nein! Ich habe extra zugemacht! Die backt das sich durch. Hier, Schlafzimmerschlüssel brauchen wir dafür. Ich habe eine Puppe eingesammelt. Noch eine Puppe. Noch ein Key. Ich habe Dachbodenschlüssel. Jetzt kommen wir da oben hin. Ne? Troller ist hier. Du hast dir eine Puppe gegeben. Schnell, einfach hoch. Wo lang jetzt? Hier. Oh, dieses Spiel, ey. Das ist jetzt schon einfach kein... Hab ich schon keinen Bock drauf. Ich liebe es. Ich find's so geil. Aber allein macht's echt gar keinen Bock. Wo ist denn jetzt dieser Scheiß? Hier. Oh, Gott, diese... Ich hab hier Kellerschlüssel. Ich hab Kellerschlüssel. Wir können jetzt was verbrennen. Ich hab eine markierte Puppe. Ab jetzt fängt das Spiel erst richtig an.
Ich habe auch eine markierte Puppe schon die ganze Zeit, ne? Ja, jetzt können wir in den Keller und den Ofen anzünden. Wissen wir diese Puppen einfangen, die hier rumlaufen? Nee, können wir nicht. Wir können immer nur eine tragen. Wo ist denn jetzt der Keller? Unten. Ja, unten. Das ist gut. Da ist noch eine markierte Puppe. Hier ist der Keller. Ich bin eine Puppe. Ich bin tot. Was muss ich jetzt machen? Du musst jetzt alleine durchspielen. Was? Ja, und du musst dann, ich bin jetzt eine Puppe. Jedenfalls vor mir liegen alle Schlüssel. Sammel den Schlüssel ein. Die tut dir jetzt nichts mehr. Oder verbrenn mich. Nimm mich in der Hand. Ich bin unter dir. Hier. Lol. Nein, hast du noch nicht. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Ich komm mit. Komm einfach mit. Und nimm alle Schlüssel mit. Hab ich. Hier runter. Bist du? Ich bin hinter dir. Oder ich bin in dir, mehr oder weniger. Und irgendwo muss hier eine Tür sein, ja. Ja. Und jetzt musst du den Ofen anzünden. So, und welchen, den hier? Den hier, hier. Oh ja, genau. Jetzt musst du rennen. Hier ist sogar, achso, Feuerzeug. Ah! Lass dich nicht töten. Wo bist du hochgelaufen? Oh, fuck, die hab ich erwischt. Scheiße, Game Over. Hä, wo bist du? Alle haben gegen die Dunkelheit verloren. Wollen wir noch eine Runde? Hat Spaß gemacht. Können wir machen, ja. Da bin ich! Du weißt, das waren alles mal Menschen. Geil! Damit verabschiede ich mich von Jan, du bist dran. Was? Welches Spiel spielen wir? Ich bin Pacify. Ganz genau, damit verabschiede ich mich. Um nichts zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch eine Folge davon sehen wollt. Hashtag PA rein. Ciao.